Zeigen. So, dann haben wir hier das Bossmonster und da schließt sich der Kreis. Vielleicht habe ich sogar mit diesem Polizisten am 4.1. gesprochen oder am 2.1. vielmehr und bin deshalb seitdem blockiert und komme nicht mehr zur Polizei nach Neustadt-Emskirchen durch. Denn der Bossmonster heißt in Wirklichkeit Klaus Czeskowski mit CZ. Alias Kurt, 29 Jahre alt, homosexuell, wohnhaft in Altschauerberg, arbeitet bei der Polizei Emskirchen. Könnte ja sein. Dann haben wir hier unseren Mario-Heinz Terrorfürst, kennen Sie ja bereits. Rainer Winkler, angesehenes Mitglied der Szene, tarnt sich als Unterhaltungs-YouTuber. Ja, und da bleibt es der Staatsanwaltschaft und Polizei überlassen, und das muss auch bewerkstelligt werden, inwieweit Herr Winkler da persönlich mit mir am 2.1. gesprochen hat oder er sich irgendwelcher Sprachsamples bedient hat. Ja, da irgendwas vom Band lief und dann zum jeweiligen Zeitpunkt die Taste gedrückt wurde. Denn die Stimmlage ist natürlich eine andere als die des Herrn Rainer Winkler, so wie er hier bei YouTube kursiert. Aber das spricht diesen Herrn ja nicht frei. Und ich bin mir ziemlich sicher, Herr Rainer Winkler selbst in Person, so scheinbar mutmaßlich harmlos, wie er in seinen Videos und leicht trottelig auch rüberkommt in seiner Körperfülle, ist da nicht so schuldlos an solchen Entwicklungen. Und Sie, Herr Winkler, Sie nicht. Sie sollten sich schon mal damit vertraut machen, dass Sie haftbar gemacht werden von mir, ja? Für Ihre kriminelle Energie, die Sie hier an den Tag legen und ungefragt in das Leben von anständigen Bürgern wie mir reinplatzen. Und Sie haben ja mutmaßlich mich als Mario-Heinz Terrorfürst auch aufs Übelste beschimpft und meine Mutter auch. Ja, und das hat Konsequenzen und das bringt Sie ins Gefängnis oder in die forensische Psychiatrie. Ja, nicht wenige von Ihnen. So. Dann dem Perf Doc alias Captain Extreme Penis. Ebenfalls homosexuell, 20 Jahre alt, hat eine Menge Schulden. Ist aktuell arbeitslos, war lange Zeit obdachlos. Und dann, jetzt kommt es, meine Damen und Herren, denn ihr erinnert euch ja, dass der Staatsanwaltschaft beschäftigter YouTube-Kanal davor Rockabilly Country Fan 67 war und ich hier meine Platten hochgeladen hatte, bevor ihr losgelegt habt. Und es gab da mal einen Kommentar und das ist auch rekonstruierbar. YouTube ist juristisch auch verpflichtet, das offen darzulegen, wo ein gewisser David Belmonte mal fragte scheinheilig, ob ich schon wieder bei Lidl war. Niemand auf dem Planeten Erde weiß, dass ich hier in meinem Berliner Bezirk Tempelhof ab und zu Lidl frequentiere. Also, was heißt das? Dass ich auch real von diesem Herrn observiert wurde und man meine Gänge hier bisweilen beobachtet und guckt, wo ich mich so rumdrücke in meinem Leben. Und dieser David Belmonte ist in real niemand anderes als mit Apostroph geschrieben ein André Knobel. 33 Jahre alt, ist Polizeibeamter in Berlin-Tempelhof und Mitglied im Lions Club. Auffälliges Merkmal, hat ein kleines Baphomet-Tattoo auf dem Handgelenk, pflegt Kontakte zu hochrangigen Politikern, die Ihnen jetzt nicht mehr viel helfen werden, Herr Knobel. Und das sollte auch die Polizei und die Justiz aufschrecken, dass es in den eigenen Reihen solche undichten Stellen gibt und solche obskuren Persönlichkeiten mit solch einer menschenverachtenden Gesinnung und menschenwidrigen Philosophie, ja, Anbetung des Teufels, Baphomet und so weiter unterwegs sind und da offiziell hier im Dienste des Landes tätig sind zu unser aller Sicherheit. Ja, also, es ist einfach nur noch lächerlich. So, dann der Tobias Community, ja, der Janis Bogarelli, auch einer, der schon mehrfach schriftlich unangenehm bei mir aufgefallen ist, ja, über meine YouTube-Kanäle und die damit verknüpften E-Mail-Konten. Janis Bogarelli arbeitet vermutlich als Spitzel für die NWO, bekennender Satanist. Und dann haben wir hier einen Fixspender, 22 Jahre alt, kleiner Schreiberling der NWO aus Grevenbroich, verdient etwas Taschengeld damit, auffälliges feminines Äußeres, hat helles rotes Haar und Sommersprossen. So. Und dann haben wir hier eine junge oder wie auch immer nicht junge Dame, eine mutmaßliche Ärztin, die scheinheilig seinerzeit mit mir auch kommuniziert hat und fragte, ob ich Rolling Stones Platten habe, die übrigens dann auch meiner Mutter einen schönen AIDS-Tod gewünscht hat im Schriftverkehr gegen mich über meine E-Mail-Fächer.
Die Mörmoaster mit Doppel-R, vermutlich Frau Dr. Diekmann, Fachärztin einer psychiatrischen Anstalt in Bayern, weiteres unbekannt. Und dann haben wir hier einen Aaron Fiedler, Realnamen Karl Ehrenfeld mit H, fungiert als Mittelsmann, arbeitet laut eigener Aussage beim Sozialgericht Berlin. Dann haben wir hier ein Florian CZ, wohnhaft in Veitsbronn, Veits mit V, bei Emskirchen, weiteres nicht bekannt. Und dann haben wir die mir nun zu gut bekannte Sultanine99, jetzt nennt sie sich ja Sultanine NWO, die mutmaßliche Anja Körner, die laut meiner Information hier entweder 26 Jahre alt ist, an anderer Stelle ist sie schon 33, aber das sei ihr unbenommen. Sie werden viele Jahre ihres noch jungen Lebens im Knast verbringen, das garantiere ich Ihnen, Frau Körner, ist unter anderem für die Organisation in Emskirchen zuständig. Und dann haben wir hier den Brohead. George Gonzales, 33 Jahre alt, wohnhaft in Emskirchen. Habe ihn einmal persönlich getroffen, verschwiegener Mann, angesehenes Mitglied der Szene, auffälliges Merkmal, er verlor bei einem Arbeitsunfall Fall vier Finger seiner rechten Hand. Der Zeigefinger ist noch vorhanden. Weiteres ist mir über ihn nicht bekannt. Und der letzte ist, und das ist auch so ein scheinheiliger Geselle, der sich versucht hatte, seinerzeit bei mir etwas Liebkind zu machen, bis ich dann hier dieses Dokument zugespielt bekommen habe über meinen gehackten Arsch Terminator 67 Account, der Sharp. Kevin Kretz mit TZ 25, Student und Schreiberling aus Emskirchen. So, dann rotiert mal, ja? Ansonsten bin ich in den nächsten Tagen beziehungsweise wenigen Wochen bei entsprechenden Behörden, Justizbehörden und auch noch woanders und werde auch die Presse hinzuziehen, ja? Diese Schlammschlacht, diese ruchlose Farce wird von mir radikal im Keim erstickt und ihr alle werdet eures Lebens nicht mehr froh. Und manch einer von euch wird, wenn er dann in seiner Zelle sitzt oder in der forensischen Psychiatrie durch mein Hinwirken gegen euch gelandet ist, ohne Worte. Ja? So. Seht euch auch das andere Video an, ja? Mit diesen diffamierenden, beleidigenden Äußerungen. Mich einmal sozusagen zum Juden stilisieren wollen, zum Klischee, ne? Hakennase, knochig. Wo habe ich hier eine Hakennase? Ja, und dann auch noch mir unterschwellig subtil Pädophilie vorwerfen wollen. Das kostet euch alle eurer Existenz. Also, diesmal besteht ja bestimmt kein Grund, wieder mit der Polizei einzurücken. Ja, ich wehre mich nur meiner Haut und stelle mich schützend vor mich. Und dass ich hier eine breite Öffentlichkeit schaffe, ist das Beste, was mir mal passieren kann. Dann kann nämlich niemand behaupten, er hätte nichts mitbekommen und nicht gewusst, dass hier ein unbescholtener Bürger, der das auch wieder sein wird, hier übelst vorgeführt wird durch eine Internetmafia. Ja, durch kranke, pervertierte, perverse, einer humanistischen, rechtswidrigen und undemokratischen Philosophie folgend, sprich praktizierten Satanismus, um das Kind mal beim Namen zu nennen, und dass man diesen Leuten ihre Grenzen zeigen muss. Ja. So. Gut. Und das ist jetzt wirklich auch das letzte Video. Ich denke, hiermit habe ich jetzt meine Schuldigkeit meinem Leben und dem meiner guten alten Krankenmutter erbracht. Und alles andere liegt bei der Justiz. Also, SEK, Kripo, Staatsschutz. Denn zumindest im Freistaat Bayern scheint es so, dass da schon eine massive Unterwanderung durch diese Subjekte stattgefunden hat. Nehmen Sie gerne meine Videos bei der Justiz als Grundlage dafür und als Bestätigung.